Gutshaus Wirzow, der 16. Juli 2022. Das wunderschön in der Mecklenburger Seenplatte gelegene Herrenhaus verwandelt sich einmal im Jahr zu einem ganz besonderen Ort. Modernste Bühnentechnik wird aufgefahren, Kamera und Tonequipment installiert. Es ist wieder soweit. Zeit für das Open-Air-Sommertheater Oper im Park. 1789 schrieb Wolfgang Amadeus Mozart seine Oper Così fan tutte. Knapp 200 Jahre später wird sie jetzt im Park des Gutshauses Wirzow neu aufgeführt. Bereits 1750 wurde der englische Landschaftspark angelegt. Eine geradezu perfekte Naturbühne für die Oper im Park. Die Besonderheit der Inszenierung ist natürlich, dass es mitten auf der Wiese ist. Das hätte Mozart, glaube ich, sehr gut gefallen. Hat er natürlich nicht erlebt. Hat er sicher nicht erlebt. Solche Herausforderungen, wie wir sie hier haben, vom Wirzower Wetter bis zu der Akustik, die hier erstaunlich gut ist übrigens. Wir halten uns insofern ans klassische, an die klassische Lesart, als die Paare sozusagen nicht glücklich werden, leider. Aber wir vermählen Don Alfonso und Despina. Und ich glaube, wenn die einmal glücklich sind, dann wird auch die ganze Welt gut. Die Neubesitzer des Herrenhauses wünschen sich für die Zukunft ein musikalisches Zentrum für klassische Konzerte. Eine Oper im Park soll entstehen. Zugegeben eine faszinierende Vision. Zukünftige Plattform für exzellente junge Musikerinnen und Musiker und kreative Ideenschmiede inmitten landschaftlicher Idylle. Der Park als Symbol außergewöhnlicher Konzerte und hoher musikalischer Qualität. Für die Anwohnerinnen und Anwohner des ländlichen Wirzow längst ein Sommerhighlight der Spitzenklasse. Bis vor einer Stunde habe ich gedacht, der Vogelhändler. Der Zaubervogel. Genau, aber jetzt weiß ich, dass es Così fan tutte ist. Gastgeber Arndt Rolfs schaut der Premiere noch gelassen entgegen. Aufgeregt? Überhaupt nicht. Warum? Die anderen arbeiten ja, ich tue nichts, sie hören dazu. Mozarts Verwirrspiel über die Liebe ist eine Komödie, die stets am Abgrund balanciert. Wer hintergeht wen? Wer vertraut? Wer betrügt? Ich glaube, wir können viel daraus lernen. Also Mozart hat damals schon sich einen Spaß daraus gemacht, einfach das aufzuzeigen, was schon in der Gesellschaft so heimlich passiert ist, dass manche Liebhaber hatten und manche waren versprochen, schon verlobt und hatten eine Beziehung und trotzdem hinterrücks gab es dann immer die Späßchen. Also ich glaube, er hat der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten und das machen wir einfach heute auch. Mozarts Così fan tutte. Ein zeitloses Spiel der Erkenntnis. Wie dem auch sei, langsam wird es ernst. Die Aufführung rückt näher. Premierenfieber macht sich breit. Das ist was absolut ganz Besonderes. Also das ist ja ein Konversationsstück. Das ist natürlich gemacht für einen intimen Raum, den man ein bisschen sprengen kann. Jetzt ist es bei uns ganz genau andersrum. Jetzt sprengt der Raum uns zuerst mal, aber wir schlagen wieder zurück. Ich glaube, es wird ganz lustig. Das wohl auf jeden Fall. Mozarts Oper wurde damals als komisches Singspiel mit dem Untertitel La Scuola degli Amanti, die Schule der Liebenden, uraufgeführt. Für Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger eine große Herausforderung, Mozarts Meisterwerk in einen englischen Landschaftspark zu verlegen. Fast alle Künstler haben in Wien studiert, das verbindet sie. Aber es ist ein internationaler Cast trotzdem. Ja. Das kommt daher, dass also mein Mann, der Dirigent Juri Eberhardt und ich Wiener sind und auch die Isabel Gustav, die die Produktion leitet, in Wien lebt. Und daher sind die meisten Leute aus Wien. Die Gastgeber Arndt und Ines Rolfs planen jetzt regelmäßig Freiluftveranstaltungen und Hauskonzerte.
Vielleicht sogar den Bau eines eigenen Opernhauses im Park. Doch das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt ist es endlich Zeit für die Musik Mozarts, Così fan tutte. Ein über 2,5 Stunden gehendes, geballtes Opernspektakel über das Verwirrspiel der Liebe, damals wie heute.